In diesem Video wird es feuchtfröhlich und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Im zweiten Video in diesem Format, nämlich mit Behind the Scenes von einem Special Shooting, was wir die vergangenen Tage gemacht haben. Heute geht es um ein Planschbecken-Shooting. Und ich möchte euch in diesem Video zum einen ein bisschen mal erklären, auf was ihr achten müsst bei so einem Planschbecken-Shooting, was wir im Vorfeld alles organisiert und uns überlegt haben. Und im Anschluss daran seht ihr dann wieder Making-of-Videos, Behind-the-Scene-Videos von diesem geilen Shooting, wo wir hatten mit zwei tollen Modeln und einer super tollen Make-up-Artistin. Und ihr werdet im Anschluss natürlich dann auch die entsprechenden fertigen Bilder sehen. Gut, also die Idee dahinter war, ein Model in Wasser zu legen. Klingt gut. Ja, also ein Model einzulegen sozusagen in Wasser mit einem entsprechend geilen Make-up, die Haare dann halt schön im Wasser verteilt und dann die Fotos wirklich von oben zu machen. Es war nicht ganz einfach und ich werde euch jetzt auch in dem Video kurz erklären, warum und auf was ihr vielleicht achten sollt, wenn ihr so etwas auch mal machen wollt. Punkt 1, ihr solltet so ein Shooting möglichst draußen machen, weil in dem Planschbecken muss ja schon ein paar Liter Wasser rein. Und wenn ihr das im Wohnzimmer macht, was platzmäßig, je nachdem was für ein Wohnzimmer und was für ein Planschbecken ihr verwendet, vielleicht noch gehen mag. Aber stellt euch mal vor, ihr kippt jetzt da, sagen wir mal, es sind ruckzuck da mal 100 Liter in so einem Planschbecken drin, vielleicht auch nur 50, 60. Und auf einmal läuft dieses Planschbecken aus und ihr habt 50 Liter Wasser bei euch im Wohnzimmer. Ist eine geile Sache. Vor allem wird auch witzig, das der Versicherung zu erklären. Also von daher, macht so ein Shooting wirklich draußen oder macht es in irgendeinem Kellerraum, wo ihr am Boden vielleicht sogar schon einen Abfluss noch eingebaut habt. Früher war das noch der Fall. Auf jeden Fall würde ich es nicht unbedingt in einem Wohnraum machen. Okay, ich habe ein Planschbecken bestellt. Ja, war da ziemlich überrascht, wer meine Lives von damals mal gesehen hat auf meinem Facebook-Kanal. Da lag ich mal kurz in dem trockenen Planschbecken. Es war richtig groß. Ich glaube, die Innenmaße waren 1,80 Meter oder sogar 1,90 Meter. Ja, also ich konnte gut reinliegen. 70 cm breit. Und die Höhe war, glaube ich, vom Rand insgesamt 45 oder 50 cm. Das braucht es nicht, weil ihr wollt ja nur relativ wenig Wasser drin haben. Aber ihr werdet wahrscheinlich keine Planschbecken in dem Ausmaß finden mit nur einem relativ kleinen Rand. Und by the way, es stört ja nicht wirklich. Gut, also, wie gesagt, erstens ein Planschbecken euch suchen, wo das Model auf jeden Fall schön komplett reinlegen kann, auch wenn es nachher nur Oberkörperfotos gibt, aber irgendwo muss sie ja mit den Beinen hin. Und irgendwie nur mit dem Oberkörper im Planschbecken liegen und die Beine über den Rand dann nach außen, finde ich irgendwo ein bisschen ungünstig. Also würde ich jetzt nicht unbedingt machen, von daher, also lieber groß genug, dass ihr auch komplett reinpasst. Das nächste Problem war, an dem Tag war es relativ kalt und das ist natürlich für diejenige Person, die dann da im Wasser liegt, nicht so angenehm. Deshalb zwei Dinge. Erstens guckt, dass ihr vielleicht ein bisschen warmes Wasser mit reinmischen könnt. Und zweitens achtet darauf, dass das Model so kurz wie möglich nachher nur im Planschbecken liegt. Ja, weil es wird dann gerade, wenn man sich ja nicht bewegt, ich sage jetzt mal, wenn du irgendwo schwimmen gehst und es ist nicht so warm, dann bewegst du dich. Aber das Model liegt ja nachher wirklich nur im Planschbecken drin und bewegt sich ja nicht groß. Und wenn das Wasser dann eh schon nur irgendwie 12, 13, 15 Grad hat, dann wird es ziemlich schnell kalt für sie und für euch, je nachdem, hinterher eine ziemlich beschissene Arbeit, eine Hühnerhaut in Photoshop wegzuretuschieren. Ja. Also von daher die Aufenthaltszeit des Models im Planschbecken so kurz wie möglich halten. Wie viel Wasser habe ich reingemacht? Ihr seht das dann nachher auch im Making-of-Video. Ich bin wirklich hingegangen mit einem Metermaß und habe gemessen von ihrem Hinterkopf ungefähr bis Wangenknochen, weil das war so der Bereich, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich, dass das Model im Wasser liegt. Ja. Das waren so circa runde 10 cm und genau so, auch das seht ihr nachher im Video, habe ich dann gemessen. Das heißt, ich habe Wasser reinlaufen lassen, habe dann wirklich gemessen, bis an dem Punkt, wo nachher der Kopf liegen sollte, auch wirklich die 10 cm dann waren. Ja. Genau, was noch
in unserem Fall wichtig war, das hängt aber natürlich von eurem Planschbecken ab, das ihr habt, ich habe noch in den Boden unten rein, habe ich noch einen blauen Stoff reingelegt. Warum? Das Planschbecken an und für sich hat einen weißen Kunststoffboden gehabt und das wollte ich auf dem Foto nicht haben, weil ja, das hätte irgendwie auch komisch ausgesehen. Und so habe ich wirklich einen blauen Samtstoff unten reingelegt. Ihr könnt natürlich ganz normal auch Baumwolle, irgendwas nehmen, ja, das unten reinlegen. Das habe ich dann noch ringsrum im Planschbecken mit Steinen beschwert, ja, dass das Stoff da nicht da drin so rumwabbert, sondern relativ fix ist. Wie gesagt, ist aber natürlich auch abhängig, was euer Planschbecken für einen Untergrund hat. Und ihr könnt dann natürlich auch einen roten Untergrund, einen grünen, gelben, pinken, wie auch immer reinmachen. Gut, also, dann vom Lichtsetup her war relativ easy. Ich habe einen großen 50 cm Beauty-Tisch genommen, den habe ich an Galgenstativ befestigt und habe den mehr oder weniger ziemlich direkt über Model, also da, wo der Kopf von dem Model war, habe ich den Beauty-Tisch positioniert, ja. Ein bisschen so, dass er im Prinzip von oben kam und noch ein bisschen nach unten geschienen hat. Ja. Werdet ihr in den Videos am Schluss dann auch nochmal sehen, wie er positioniert war. Dann habe ich mir eine Leiter genommen, eine ganz einfache Trittleiter, ja, und habe dann die Fotos wirklich so halt über dem Model gebeugt gemacht. Ihr solltet auf jeden Fall Acht geben, dass ihr nicht einen Abgang macht Richtung Planschbecken, weil das Model kann in dem Moment natürlich nicht wirklich schnell ausweichen. Und wenn ihr dann mit der Leiter auf einmal auf das Model drauf fällt, ja, ist für alle Beteiligten, glaube ich, nicht so witzig. Das andere, was vielleicht auch noch zu sagen wäre, zum Thema Sicherheit, auch der Blitz und der Beauty-Tisch, der ja nachher über dem Model positioniert ist. Guckt, dass das Kabel so an dem Galgenstativ befestigt ist, dass selbst wenn der Blitz sich lösen sollte und nach unten fällt, dass er sofort vom Stromkabel getrennt wird. Ja. Sollte nicht passieren, darf nicht passieren. Ihr könnt natürlich auch hingehen und sicherheitshalber sogar noch eine Kette um den Blitz machen und den nochmal am Stativ. Aber man sollte auch nicht eine zu große Angst entwickeln. Also wenn ihr das Ganze normal anzieht und das nicht gerade euer erstes Shooting ist und ihr sowohl vom Stativ wie auch vom Blitz her nicht gerade den letzten Schrott verwendet, dann passiert da auch nichts. Ne? Aber wie gesagt, gerade mit Strom, Wasser sollte man einfach ein bisschen Acht geben und das zumindest im Hintergrund behalten. Ja, das war also das, was vom Lichtsetter, wie gesagt, nichts Besonderes, auch von der Kameraeinstellung her eigentlich nichts Besonderes, so Standard. Ich habe ISO 100, Blende 5,6 und eine 125. Belichtungszeit gehabt, also auch da standardmäßig. Ja. Und dann haben wir zum Schluss probiert, noch Wellen in dem Planschbecken zu erzeugen, dass man auch wirklich überhaupt eine Wellenbewegung sieht, dass man überhaupt auch sieht, wenn man von oben fotografiert, dass das Model überhaupt im Wasser liegt. Ja? Weil ansonsten habt ihr einfach nur die Haare. Okay, da sieht man schon, dass man so die Haare nicht drapieren kann. Ja? Also da muss Wasser im Spiel sein. Aber trotzdem, um den Effekt, um den Planschbecken, den Wassereffekt einfach noch ein bisschen zu verstärken, sind wir dann hingegangen und haben, auch das seht ihr im Video, von einem Helfer, und der hat vorsichtig immer wieder an das Planschbecken getreten und dadurch gibt es natürlich so diese Stöße dann und dadurch gibt es dann kleine Wellen. Das müsst ihr natürlich ausprobieren, wie fest er dagegen treten muss, um die entsprechenden Wellen zu erzeugen. Ihr wollt ja keinen Tsunami da drin erzeugen, aber halt doch einfach ein bisschen Wellen und solltet auch da dann darauf achten, dass das Wasser natürlich nicht megamäßig ihr ins Gesicht spritzt. Ja, also wie gesagt, das ist ein bisschen ein Ausprobieren. Ich habe auch schon gesehen, dass es manche direkt mit der Hand, also dass die Assistenzperson mit einer Hand im Planschbecken die Wellen gemacht hat. Die sind aber definitiv nicht so schön geworden, sondern das wäre eben mehr ein Gespritze und ein Geplansche. Da kamen aber die Wellen halt nicht so gleichmäßig, wie wenn ihr im Prinzip das halt am Planschbecken auslöst, initiiert, erzeugt, wie auch immer. Gut, also, wie gesagt, das so mal ganz kurz die Background-Infos zu diesem Planschbecken-Shooting. Jetzt auf jeden Fall dranbleiben, weil jetzt kommen die Behind-the-Scenes-Videos. Wenn ihr zukünftig weiterhin gern diese Art von Videos hättet, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, dann werde ich auch zukünftig von unseren Special-Shootings
entsprechende Videos produzieren und euch halt auch dazu dann die entsprechenden Informationen liefern. Ich denke, das ist einfach interessanter wie nur irgendwelche Tutorials und die findet ihr sowieso schon genügend hier auf YouTube oder wo auch immer. In diesem Sinne, jetzt viel Spaß. Denkt an den Daumen nach oben, wäre cool. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit den Behind-the-Scenes-Videos und mit ein paar Endfotos am Schluss, die ich euch natürlich auch noch gerne präsentiere. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Ciao, ciao.